Hallo miteinander. Heute schauen wir uns mal ein leicht bekannteres Spiel an, aber es kennt trotzdem kein Mensch, den ich je befragt habe. Und zwar gibt es eine ganze Reihe von kleinen epischen Spielen, so nennt sie der Autor zumindest, Scott Elms. Und das Spiel, das wir heute sprechen, ist Winziges Weltall. Das ist der deutsche Titel. Im Englischen heißt das Spiel Tiny Epic Galaxies, was schon viel, viel geiler klingt. Scott Elms hat einen Haufen dieser kleinen Winzspiele, die ungefähr eine halbe Stunde dauern. Das ist jetzt die Science-Fiction-Thematik. Es gibt auch Tiny Epic Kingdoms. Das ist eine Fantasy-Variante mit Orks, Elfen und Ländereien-Opern. Und in den USA gibt es wohl auch eine Variante mit Western-Thematik. Also da findet eigentlich jeder etwas. Und warum ist dieses Spiel so ein tolles Spiel? Das ist so ein klassischer Absacker. Man hat 5 Stunden lang irgendwas anderes gespielt, ein Worker-Placement-Spiel, und möchte mal was völlig anderes jetzt noch schnell eine halbe Stunde bevor Feierabend ist. Da eignet sich dieses Spiel super und hat eine tolle Thematik, geht schnell von der Hand, ist schnell erklärt und macht einen Haufen Spaß. Das würde ich heute gerne mal zeigen. Die deutschen Versionen sind alle im Schwerkraftverlag erschienen. Das heißt, man bekommt sie eigentlich nur beim Hersteller direkt. Ist aber recht bezahlbar. Ich denke, 25 € kostet das Ganze. 5 Spieler können mitmachen, wie gesagt, eine halbe Stunde. Und das ist hier eine Weltraumthematik. Schauen wir uns mal rein. Das ist der Spielaufbau des Spiels für 2 Spieler. Es besteht aus dieser Schalttafel, wo drauf steht, was die Würfelsymbole bedeuten und Platz für die Würfel, die man spielt. Dann hat jeder Spieler noch sein eigenes Spielertableau und einen Geheimauftrag. Das Spielertableau schauen wir uns gleich genau an. Es gibt die Spielerwürfel. Man fängt an mit diesen 5 Würfeln, hat die Möglichkeit, durch Aufrüsten noch zusätzlich 2 Würfel dazu zu bekommen, maximal 7. Daher diese 7 Felder. Der grüne Spieler, und dann gibt es noch die Planetensysteme, zu denen man die Tiny Galaxies sozusagen, zu denen man fliegen kann. Hier sind jetzt mal 5 aufgebaut und Science-Fiction-Fans werden mit den Namen der Planeten oder mit Brettspiel-Fans werden mit dem Namen der Planeten relativ schnell was anfangen können. Das ist recht lustig gemacht. Ja. Hoffentlich verklagt ihnen da keiner. Die Planeten haben verschiedene Fähigkeiten, wenn man drauf landet. Oder verschiedene Wertigkeiten, was dieses Symbol angeht. Das ist mehr ein Föderationsplanet und das ist mehr so ein Wirtschaftsplanet. Kann man sich aussuchen, was einem wichtiger ist. Rechts unten in der Ecke sieht man Siegpunkte, wenn man diese Planeten am Ende des Spiels in seiner Auslage liegen hat. Und immer wenn ein Planet hier weggenommen wird, weil man hat ihn besiedelt, kommt er ja in die Auslage des Spielers und es wird wieder aufgefüllt. Das ist im Prinzip mal der grundsätzliche Aufbau. Schauen wir uns mal das Spielertableau genauer an. Hier ist der blaue Spieler. Was man hier sehen kann, ist im Prinzip die Levelanzeige. Dieser Würfel zeigt an, an welchem Level man sich gerade befindet. Man startet Level 1, kann aufrüsten Level 2. Und das ist der Level des Imperiums, was das hier praktisch darstellt. Eine Aktion kann sein, rüste dein Imperium auf und verbrauche dementsprechend viele, so wie die Zahl, die im nächsten Level steht, Energie- oder Kulturpunkte. Dann würde ich hier aufrüsten. Und alles, was links von diesem Marker steht, gilt im Moment dann. Also wenn ich auf Level 2 aufrüste, würde das bedeuten, ich hätte am Ende des Spiels einen Siegpunkt. Ich darf 5 Würfel benutzen. Ich starte mit 4. Ich habe 2 Raketen, die habe ich von Anfang an. Würde ich weiter leveln, würde ich eine Rakete dazu bekommen, hätte immer noch 5 Würfe, hätte schon 2 Siegpunkte und so weiter. Wenn man ganz oben angekommen ist, hätte man alle 4 Raketen im Einsatz, 7 Würfel und 8 Siegpunkte. Das Spiel endet, wenn der erste Spieler 21 Siegpunkte in Summe irgendwie vor sich liegen hat. Dann haben wir noch unsere eigene Heimatgalaxie. Dort sind unsere 2 Raumschiffe enthalten, mit denen wir das Spiel starten. Und wir haben eine Leiste, die anzeigt unsere Energie und unsere Kulturpunkte. Die können hier hochwandern. Also grafisch designt, alles sehr rund und stromlinienförmig, sehr, sehr hübsch gemacht. So, kommen wir mal zu den Würfeln. Im Prinzip würde ein Spielzug daraus bestehen, dass ich meine Würfel würfle und mit diesen Würfeln, die ich jetzt gewürfelt habe, versuche, eine interessante Aktion zu machen. Die Symbole werden hier auf dieser Schalttafel erklärt und wenn ich einen Würfel einsetze, würde ich die Funktion ausführen und ihn dorthin legen. Dann ist er verbraucht. Alle, die hier noch liegen, gelten als unverbraucht und jeder Spieler hat einmal kostenlos in seinem Zug die Möglichkeit, nochmal neu zu würfeln, entweder alle oder einzelne Würfel. Ihr habt schon hier gesehen auf dem Spielertableau, man kann erneut würfeln, nochmal extra ausgeben, eine Energie ausgeben, also auf Null stellen im Prinzip, um nochmal neu zu würfeln. Das kann man beliebig oft machen.
So, was haben wir jetzt hier genau? Wir haben eine Rakete gespielt. Das bedeutet ein Schiff bewegen. Sprich, ich werde jetzt ein Schiff von meiner Heimatgalaxie, das sind diese kleinen süßen Raketen hier, rüber bewegen auf einen Planeten, der mich interessiert. Und dabei kann ich jetzt zwei verschiedene Sachen machen. Nehmen wir mal an, ich gehe nach Yodoba. Okay. Und könnte hier auf dem Planeten landen. Und dann dürfte ich die Aktion machen, die hier unten steht. Verbrauche zwar Energie, um zwei feindliche Schiffe um minus eins zurückzuschieben. Ja, sagt euch wahrscheinlich jetzt noch nicht viel. Das wäre nämlich die zweite Möglichkeit. Ich kann sagen, ich lande nicht auf dem Planeten, sondern ich umkreise den Orbit. Dann lege ich sie so hin wie so ein Pfeil. Und mein Auftrag ist jetzt im Prinzip, den Planeten zu kolonisieren oder zu terraformen, indem ich hier weiterlaufe. Bis zu vier Stufen bräuchte ich, um bei diesem Symbol anzubekommen. Und dann würde der Planet mir gehören. Wie mache ich das? Ich habe einen anderen Würfel gewürfelt. Den hier. Hätte ich das Symbol gewürfelt, das entspricht dem Symbol auf dem Planeten, könnte ich diesen Würfel jetzt auch ausgeben bzw. aktivieren, um zu sagen, jawohl, das Schiff geht eine Stufe vor. Ich bin praktisch meinem Ziel auf diesem Planeten näher gekommen. Und jetzt macht aber diese Funktion hier Sinn. Der Gegner macht natürlich das auch und ich möchte nicht, dass der Gegner zu viele Planeten bekommt. Dann könnte ich die Aktion machen, um sein Schiff wieder auf der Skala wieder eins zurückzutun und seinen Fortschritt praktisch wegzumachen. Also das sind die zwei Möglichkeiten, das Schiff zu bewegen auf dem Planeten oder in den Orbit. Oder die dritte Möglichkeit ist halt vom Planeten wieder zurück in die Heimat. Das passiert aber automatisch, wenn man den Planeten praktisch kolonisiert. Das wäre eigentlich nur eine Aktion, wenn man sie vom Planeten wieder runter haben will, die Rakete. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, Bewegungsaktion. Dann gibt es das andere Symbol, das so ähnlich hier ist, dieses Wirtschaftssymbol. Gleiche Geschichte wie gerade eben. Das Symbol haben wir gerade gebraucht, um nach vorne zu gehen, bei diesem Planeten Mekatorex. Entschuldigung, Mekaterex, würde man das Symbol benötigen, aber die gleiche Funktion. Das war das hier, wenn ich das verwenden würde. Dann gibt es noch die Energie. Beispiel hier, würde meine Rakete auf dem Planeten stehen. Ihr seht oben rechts dieses Energiesymbol. Dann könnte ich diesen Würfel spielen, um für jede Rakete, die irgendwo steht, wo dieses Symbol ist, steht, nicht liegt, eine Energie zu bekommen, nämlich auf meiner Heimatenergieleiste. Und ihr seht auch, neben meiner Heimatgalaxie ist dieses Symbol. Also im Prinzip für jede Rakete, die auch zu Hause geblieben ist, würde ich jetzt Strom bekommen. Würde es so aussehen wie hier und hätte diesen Würfel jetzt gespielt, würde ich also zwei Energie bekommen, weil zwei Raketen stehen. Ich würde 1, 2 den Marker nach vorne schieben. Mit der Energie, haben wir schon gesagt, können wir erneut würfeln oder unser Imperium aufrüsten. Da braucht man das dafür. Dann gibt es das gleiche nochmal auf einem Würfelsymbol in Kulturpunkten. Gleiche Story wie gerade eben. Ich suche mir einen Planeten, wo rechts oben das Kultursymbol zu sehen ist. Steht meine Rakete auf einem Planeten und ich spiele das Kultursymbol, bekomme ich Kulturpunkte. Mal der Anzahl meiner Schiffe, die in solchen Planetensystemen stehen. Kulturpunkte sind ebenfalls wichtig für Aufrüsten vom Imperium oder für die Funktion Kopieren. Und da kommen wir jetzt dazu. Ein anderer Spieler wäre dran, würfelt etwas, was mir gefällt. Ich bin eigentlich gar nicht am Zug. Dann kann ich sagen, oh, der Würfel gefällt mir, den möchte ich jetzt auch schnell haben. Dann kann ich außerhalb meines Zugs Punkte ausgeben, Kulturpunkte ausgeben, um einen Würfel des Gegners zu kopieren und einen Zwischenzug machen. Das ist sehr sinnvoll, damit man nicht so passiv rumsitzt. So, gibt es noch ein letztes Symbol, das ist dieses Koloniesymbol, hoppla, dieses hier, das ist die Kolonie und damit kann ich die Koloniefähigkeit nutzen. Das ist praktisch das, was hier unten steht. In diesem Fall kann ich im Moment nur mein Imperium aufrüsten. Und das würde bedeuten, wenn ich jetzt praktisch auf Level 3 wäre und ich würde auf Level 4 wollen, dann müsste ich 4 Punkte ausgeben, entweder Strom oder Kultur. Kann ich nicht. Ich darf nämlich nicht mischen. Im Moment wäre es mir nicht möglich, mit dem, was hier liegt, aufzurüsten auf Level 4. Aber das wäre eine Aktion, rüste ein Imperium auf. So, es ist hier noch jede Menge Platz. Und wenn ich es geschafft habe, Yodoba in mehreren Zügen so weit zu kolonisieren, dass das Raumschiff tatsächlich hier angekommen ist, dann passiert Folgendes: Das Raumschiff kehrt nach Hause zurück und ich darf die Karte nehmen
Und man sieht schon hier, dass symbolisch würde das gut dahin passen. Man schiebt die Karte praktisch unter das Spielertableau. Ich habe gerade nur eine Hand frei, ich mache es dann später. Und dann würde sich praktisch hier verschiedene Funktionen für die Kolonie anbieten. Und man kann immer eine davon wählen. Also ich habe dann dauerhaft die Möglichkeit, das da von Jojo oder Bad zu benutzen, ohne eine Rakete hinzuschicken. Dann wird hier aufgefüllt. Ravenna ist der neue Planet. Und man hat immer was zu tun. Schauen wir mal an, was es sonst noch so gibt. Schiebe ein Schiff bei dem Föderationssymbol um eins vor, das kann nützlich sein. Führe eine beliebige Würfelaktion aus, dein Gegner dürfen diese Aktion kostenlos kopieren. Okay, ist dann ein bisschen bittersüß. Wandle eine beliebige Anzahl Strom in Kulturpunkte um, das kann ganz nützlich sein. Und so weiter und so fort. Und das macht man eigentlich so lange, bis, wie gesagt, einer Siegpunkte hat in Höhe von 21. Und dann wird noch geprüft. Geheimauftrag, den hat man seit Anfang des Spiels. Jeder hat einen eigenen. Der blaue Spieler hätte zum Beispiel den Geheimauftrag Heimkehrer. Erhalte 2 Siegpunkte extra, also das könnten 23 Punkte im Endspielende sein, falls am Spielende alle deine Schiffe in deiner Heimatgalaxie sind. Also das muss man erstmal hinbekommen, weil oft endet das Spiel urplötzlich, weil einer die Punkte hat und dann sind die Schiffe hier noch unterwegs. Das kann man also schlecht timen. Man würde hier im Prinzip dafür sorgen müssen, dass durch das Raumschiffsymbol verursacht alle Schiffe hier sind. Das sind meistens am Spielende dann insgesamt alle 4, weil man ist ja schon so weit aufgestiegen, hoffentlich, dass man 4 Schiffe gleichzeitig in Aktion hat. Dann würde man eventuell noch 2 Zusatzpunkte bekommen, um das Spiel zu gewinnen. Das war's im Prinzip schon. Ja, das ist winziges Weltall oder Tiny Epic Galaxies. Geht flott von der Hand, jeder macht in seinem Zug schnell ein paar Würfel, macht die Aktionen, man kann sich gegenseitig ein bisschen ausboten durch diese Sonderaktionen, was wegnehmen oder eine Huckepack-Aktion fahren. Und man weiß, das Spiel ist erst zu Ende, wenn man den Geheimauftrag umdreht und dann tatsächlich sieht, wer gewonnen hat. Sehr spannend, thematisch und optisch super hübsch gezeichnet, finde ich. Das mit den Planetennamen ist ein netter Gag für die Leute, die es verstehen. Und man hat auch die Möglichkeit, oft genug neu zu würfeln, sodass kein Frust aufkommt, wenn man ständig nur Mist würfelt. Also das ist kein Spiel, wo man ewig feststeckt oder nicht vorwärts kommt. Das macht einfach Spaß, das geht von der Hand. Bis zu 4 Spielern. Wunderbar, kann ich nur empfehlen. Es gibt auch eine Erweiterung dazu, die ist aber meines, also ich finde sie nicht so cool, weil die macht dann dieses einfache Spiel dann komplizierter und bringt seltsame Zusatzfunktionen rein. Ich finde gerade der Charme bei dem Spiel ist, schnell, einfach, 30 Minuten und danach ins Bett. Perfekt, kann ich nur empfehlen. Viel Spaß.